Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Gemüsefan-Podcasts. Und damit begrüße ich meinen Co-Moderator Tom Arte. Guten Abend, Tom. Hallo Arti Schocke, da sind wir wieder. Und ja, wir werden, glaube ich, jetzt mit Teil 2 von Begrabe mich, mein Schatz, weitermachen. Diesen wunderschönen Let's Play. Ja, oder Let's Les, Denn Let's Read. das Spiel spielt sich ja teilweise über lange Strecken selbst. Ist mein Ja, Eindruck, es ist. das ist halt so eine Visual Novel, nennt man das, glaube ich. Also solche Spiele gibt es auch sonst auf Steam. Ich habe schon mal sowas anderes gespielt. Ja, ich hätte wirklich mehr also vor allem bei dem Preis für 5 € hätte ich mir wirklich mehr Interaktivität hier gewünscht. Da habe ich ja schon in der letzten Folge mich zu ausgekotzt. Da gibt es wirklich bessere Spiele Mehr in Teile, dem weniger Stil. Sticker, mehr Prints für den Preis. Ja. So genug der Held der Steine-Memes. Ja, vielleicht können wir heute ja ein bisschen mehr interagieren mit dem Spiel. Na, ich Mal sehen. bezweifle es. Gut. Ja, und wir So. machen es wieder so, würde ich sagen, für unsere Zuhörer, die es vielleicht so nebenbei hören, beim Busfahren oder Sport oder sonst was, dass du liest den Typen, den Matscht, und ich lese die nur, die Frau. Und wir haben uns ja ein bisschen auf die Agenda geschrieben im ersten Teil. Wir versuchen alles, dass sie nicht nach Deutschland kommt, mit und den Stimmt. Antwortmöglichkeiten. Und ich glaube, wir machen das weiter, oder? Das war doch Wir ganz natürlich, lustig. natürlich. Das ist unser oberstes Ziel. Wir sind der Grenzschutz hier im Privaten, ne? Wir torpedieren das hier ein bisschen. Ja. Ja. Ja, Okay. gut, ich wechsle mal hier in die Szene. Genau. So, da bin ich ja mal gespannt, ob er sich das gemerkt hat, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ah, tatsächlich. Ah, okay. Gut. Ist Liest du jetzt der vielleicht noch. nächst Sind wir jetzt am nächsten Tag? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was hier abging letztes Mal. Na, die ist jetzt in dieser nächsten Stadt, die auch so ein bisschen zerstört ist. Ach so, stimmt. Und er hatte, ja, weil ich das hier gerade lese mit der Geschichtsstunde, er hatte ihr vorgeschwafelt, per Text natürlich, was das hier mal war für ein Ort. Also, das Genau, ist. diese Zitadelle, die da mal gestanden hat oder irgend sowas. Genau, weil er ist wohl irgendwie so eine Art Archäologe oder sowas? Irgendwie was in der Also Richtung? Historiker hätte ich jetzt Ah, gedacht. kann sein, ja. Gut, ich glaube, Okay. was wir jetzt hier auswählen können, ist jetzt nicht so wichtig. Ich frage mal, ob sie die Wohnung von dieser, von dem kleinen Mädel da gefunden haben, ne? Das ist ja diese. Ja. Wobei es wäre natürlich assiger, sich einfach statt um dieses lebende Mädel, was ihr so wichtig war, denn nur zu kümmern, wäre es assiger, sich um die Zitadelle zu scheren. Okay, Ja, lass das dann mal. wurde die Zitadelle zerstört. Nur zum Teil, schreibt sie. Ich habe gehört, dass einige Persönlichkeiten des Regimes sie als Basis benutzen. Darum ballern die anderen Typen ständig drauf, logischerweise. Ja, logischerweise. Ich weiß, dass das den Historiker in dir zerfrisst, aber das ist fast nur eine Fußnote im Vergleich zum Rest. Oh, das Spiel spielt sich wieder selbst. Habt ihr denn Yaras Wohnung gefunden? Nein. Die Kleine steht total neben sich. Wahrscheinlich war das sogar optional jetzt mit der Zitadelle. Das hätten wir überspringen können. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie den Weg finden würde, wenn alles normal wäre. Aber im Moment ist ihr einfach alles zu viel. Ab und zu bleibt sie kurz stehen und schweigt dann einige Minuten lang. Dann schaut sie mich lächelnd an und sagt mir, dass sie es nicht abwarten kann, ihre Mutter zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, matscht. Ja, Mama Das Merkel verstehe steht ich. bereit. Wo seid ihr denn gerade? Wir sind in einen Laden gegangen, der irgendwie wie eine Essenstheke aussieht. Sie isst gerade einen Teller Adas Bihamot, aber ich bin nicht wirklich hungrig. Tja, soll sie was essen oder soll sie pennen gehen? Nee, die hat doch das Lempersbrot dabei. Ja, sie Die soll soll einfach schlafen, ja. pennen und dann verschläft sie vielleicht wieder. Das wäre doch gut. Dann gibt es wieder diesen nächsten Rage. Warum hast du nicht mich Ja, aufgeweckt? Ja. genau. Gut, dann. Also, wenn ihr nicht Yaras Haus findet, braucht ihr einen Plan B. Ihr solltet euch hier nicht zu lange aufhalten. Ja, daran habe ich auch gedacht. Aber ich habe in der Gegend nichts gesehen, was auch nur im Entferntesten wie ein Hotel aussieht. Die Stadt ist seltsam. Und dazu rennen Hunderte von Kindern durch die Straßen. Natürlich. Durch den Krieg sind die Schulen bestimmt die ganze Zeit geschlossen. Das ist es nicht, Matscht. Die Sache ist, die meisten dieser Kinder haben nicht mal Eltern.
Sie schließen sich in den Straßen zu Banden zusammen und tun alles, um zu überleben. Du solltest mal ihre Gesichter sehen. Na Gott. Ich stell mich mal blöd, ne? Nee, mach einfach wie schrecklich. Du meinst, wir kommen eh wieder bei wie schrecklich, oder? Ja, Ja. genau, dann lass uns das mal Wir machen abkürzen. jetzt Speedrun. Ja, genau, wir machen es. Gut. Ich wünschte, dass die Leute, die den Krieg führen, diese Augen der Kinder sehen können. Und weißt du, was am schlimmsten an der ganzen Sache ist? Sag es mir, Schatz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute Nacht schlafen oder in kleine Fetzen gesprengt werde. Aber das Einzige, woran ich den ganzen Tag gedacht habe, ist, was wohl aus Yara passiert, wenn ich weg bin. Das steht da wirklich so. Sie hat noch Kinderaugen. Ich will nicht, dass sie leer werden. Oh, also, vielleicht habe ich eine Lösung. Scheiße, ich heule gerade Rotz und Wasser in diesem Lokal. Moment. Du hast gesagt, dass du vielleicht eine Lösung hast? Oh Gott, was nehmen wir hier? Naja, nimm mal das, naja. Naja, eine Idee zumindest. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich im Internet. Was habe ich nicht einfach im Internet euren ominösen Park gefunden? Aber auf der Suche danach bin ich über einen Artikel, der ein Waisenhaus behandelt, gestoßen. Ein Waisenhaus? Hier? Wo ist es? Das ist der Haken. Das wird in dem Artikel nicht erwähnt, aus Sicherheitsgründen. Geheimhotel. Aber es stand dort, dass es im Midan-Viertel liegt. Echt jetzt? Das ist gleich hier um die Ecke. Danke, Matsch. Und dann drei Herzen. Das wäre einfach perfekt. Wir machen uns gleich auf die Suche. Ich würde sagen, wenn du meinst, viel Glück, ne? Dann ist sie auf der Suche und dann ist die Ja, genau, dann Nacht lässt du uns kurz, dann erstmal in verschläft sie. Ruhe. Genau. Und ich sage, es ist zerstört. Ja, na sicher. Meinst du wirklich? Oh. Du willst jetzt gleich mit der Kleinen dorthin gehen? Vor allem, du hattest zur Wahl, ja, wenn viel Glück oder so, und dann kommt so ein Text raus. Sie schreibt: Jawohl, wir finden dieses berüchtigte Waisenhaus. Und wenn ich dafür ganz Aleppo auf den Kopf stellen muss. Das wird aber wohl nicht nötig sein, da die Regimehubschrauber damit ja schon gute Arbeit geleistet haben. Okay. Okay, Noah. Aber wenn du es nicht findest, bitte bring dich nicht unnötig in Gefahr. Wen? Mich? Du kennst mich doch. Eben. Ja, Gott. Ja, da Die kannst du wieder Emojis irgendein sind wieder für den lustiges. Arsch. Die goldene Mitte? Ja, von mir aus. Grinsmiley? Ich lese gleich vor, was da stand. Es kommt wieder so eine Überblendung. Also gut, dann wollen wir mal. Ich texte dir wieder, wenn wir im Warm sind. So eine Scheiße, schreibt sie 40 Minuten später. Alles okay? Brrr. Ich nehme mal an, dass du noch nicht im Warmen bist. Nicht mal annähernd. Es ist saukalt. Wir sind schon dreimal durch Midan gezogen und haben nichts gefunden. Yara kann kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Ah. Aha. Also trage ich sie auf dem Rücken. Oder besser gesagt, sie klammert sich auf meinem Rücken fest wie ein Koala, wodurch wir uns wenigstens nicht zu Tode frieren. Sag mal, wo sind wir denn gerade hier am Nordpol oder was? Das macht mich fertig. Ja, es ist Also. nachts in Syrien. Wow, das muss bestimmt wahnsinnig kalt sein. Also komm lieber nicht nach Deutschland, da Also, ist es kälter. es ist okay, also wenn die Sonne in der Wüste untergeht, ja, dann ist es frisch, aber es ist ja noch früher Abend. Naja, das habe ich mir gerade überlegt. Naja, warte, es ist ja 19 Uhr aus Sicht von Großbritannien, denke ich, und da wird es dort schon 22 Uhr sein oder so. Ist das Der ist doch in Deutschland. Nee, ich dachte, der wäre in Großbritannien. Ich weiß es Ach nicht. Ich so. dachte nur, ich hätte das irgendwie Ja, in der und Beschreibung selbst gelesen. das ist dann eine Zeitzone, also eine Ja, schon. genau. Ach so, ist es nach Syrien nur eine Zeitzonenunterschied, denkst du? Ja, Von Deutschland aus von jetzt? Deutschland aus eine Stunde. Ja. Okay, ja krass, ja gut, dann ist es wirklich ein bisschen Geheule. Ah, vielleicht doch zwei. Ja. Achtung, Fact-Check. Ja, na, siehst du, und dann noch plus eine Stunde hier Greenwich Time, also England. Und dann sind wir, ist es dort halt 10:30. Ja. Na gut, sie schreibt Lass sicher uns nicht die erfrieren. genialste Idee, die ich je hatte. Nee, die soll ruhig weitermachen, Ja. ne? Erzähl mir doch mal, wie ihr bisher vorgegangen seid. Achso.
Naja, wie viele Möglichkeiten gibt es da schon? Ich laufe die Straße entlang und wenn ich jemandem begegne, frage ich, wo das Waisenhaus ist. Und was sagen die Leute? Alles Mögliche. Meistens gar nichts. Ach, wie lange die immer tippert. Im Moment sind fast nur Männer auf der Straße. Nein. Oh, ei. Und ich habe das Gefühl, dass es ihnen nicht gefällt, eine Frau so ganz allein auf der Straße herumspazieren zu sehen, ohne einen Aufpasser. Aber Yara ist eine gute Ausrede für mich, um mich als verzweifelte Hausfrau auszugeben. Ach, das, ja, Ja, das ist wieder das Ding. die soll weiterfragen. Ich habe keinen Bock Ja, auf den Weißen raus. genau. Vielleicht wird die dann mal dumm angemacht. Okay, frage einfach weiter. Irgendwann findest du jemanden, der die Antwort für dich bereit hat. Oh Gott. Ich finde es schön, wie du die Texte immer ein bisschen anders liest, als sie da Ja. stehen. Leichter gesagt als getan. Es ist kaum jemand auf der Straße. Und da es keinen Strom gibt, sehe ich auch nicht viel. Seid ihr beide gerade allein? Nicht wirklich. Weiter rechts ist eine Gasse und ich mache drei Gestalten aus, die sich anscheinend unterhalten. Ihrer Größe nach zu urteilen, müssen das Kinder sein, Straßenkinder wahrscheinlich. Und geradeaus ist ein LKW, der die Lichter anhat. Also nicht die großen Scheinwerfer, sondern die kleinen. Boah, wie die das hier beschreibt, wie in einem Roman wirklich. So schreibt doch keiner Das miteinander. Standlicht. Und der Motor läuft, also ist der Fahrer bestimmt in der Nähe. Was soll ich tun? Oh, es ist wirklich wie ein Textadventure. Also, dass sie uns Ja. das so schreiben würde, Punkt für Punkt, dass wir uns das auch ja genau vorstellen können, Die hat anstatt gerade dass es ein Foto macht. diese ich sehe mich um Option ausgewählt und krieg gerade alles beschrieben. Ja, genau. Das ist wirklich wie ein Ich Text. würde sagen, die soll die Straßenbande ansprechen, oder? Nee, Am ich würde zum LKW Ende tendieren. bringt der LKW die noch über die Grenze oder so. Ah, scheiße, ja, hast recht. Ja, dann sprich Ah, mit na, ihm. wobei, die will ja das Kind erst loswerden. Ja, eben. Na, dann machen wir den LKW, das stimmt schon. Ja. Vielleicht kriegst du da Stress mit dem Fahrer. Geh etwas näher an den LKW heran. Siehst du den Fahrer? Okay, ich gehe mal näher ran. Wie komisch. Was denn? Also wir sind näher rangegangen. Wir sind jetzt ein paar Meter entfernt. Oh Gott. Der Motor läuft immer noch. Die Tür auf der Fahrerseite ist offen. Aber es ist keiner zu sehen. Gar keiner? Zumindest sehe ich niemanden. Niemand neben dem LKW. Niemand in der Nähe. Niemand drinnen. Boah, das klingt wie ein Webtext. Aber die Einzelnen. Wirklich? Och Gott. Ja. Das macht Ich mich wette, fertig. dass es, ich wette, dass es sau warm da drin ist. Mindestens so warm, wie es saukalt hier draußen ist. Was? Der Text überhaupt macht doch keinen Sinn, oder? Egal. Naja, Ich, ja. hm. Ist wirklich wie ein Wahrscheinlich. Schlagwörter. Was denkst du gerade? Also egal, wo der Fahrer gerade ist, er wird irgendwann zurückkommen. Vielleicht konnten wir auf ihn im LKW warten. Ich würde sagen, die soll frieren, ne? Ja, genau, es ist so riskant. Man setzt sich doch nicht einfach in ein Auto. Moment mal, Noah. In den LKW eines Fremden einzusteigen, hört sich wirklich gefährlich an. Aber mir ist kalt. Ja, aber es ist der beheizte LKW eines Fremden. Ja, sie schreit es trotzdem. Trotzdem. Bist du sicher, dass wir uns lieber fernhalten sollten? Boah. Ganz sicher sogar. Und was würde mein weiser Gatte uns dann raten? Denn lange kann ich nicht mehr texten. Ich fühle meine Finger schon fast nicht mehr. Echt? Ey, ist es da so kalt oder was? Und der Akku ist bald leer. Wartet einfach etwas. Er wird bestimmt bald zurück sein. Ja, jetzt macht er ja doch Scheiße. Inzwischen versuche ich online etwas mehr über dieses Waisenhaus herauszufinden. Das geht eh auf Schienen. Wow, toller Plan. Boah, jetzt wird's auch noch frech. Bleib stark, Schatz. Ja. Oh, 1 Minute später, oder was? Ja, was war das jetzt für eine Überblendung? Und? Schreibt sie 1 Minute später. Irgendwas Nennenswertes gefunden. Und jetzt lügt er. Ich suche erst. Ah, na, okay, jetzt sind es schon 29. Okay, ich suche erst seit 2 Minuten nur. Die einzigsten 2 Minuten meines Nee, Lebens. die Nee, die eisigsten, eisigsten. sorry. Aber ich habe etwas anderes herausgefunden. Oh nein.
Das Waisenhaus hat einen Spitznamen, die Besonderen. Ja, dann wäre das Problem ja gelöst. Dann muss ich nur noch das Schild finden, auf dem in meterhohen Buchstaben, dass die besonderen Waisenhaus steht. Das ist bestimmt ein Kinderspiel. Super recherchiert, Mensch. Alter, die ist ja übel sarkastisch. Das könnte sich doch als nützlich erweisen. Das bezweifle ich stark. Du bist nutzlos. Hey, aus dem Gebäude auf der anderen Straßenseite kommt gerade ein Mann heraus. Sieht aus wie der LKW-Fahrer. Sieht denn ein LKW-Fahrer aus? Jetzt vergehen 2 Minuten in der Überblendung und sie schreibt: Mein Liebster, oh, das ist ja wirklich wie Shakespeare. Mein Schatz. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Soll ich es Was lieber so ist lesen? los? Mein Schatz. Es tut mir so, so sehr leid, dass ich dich angezweifelt habe. Ich gebe der Kälte die Schuld. Du weißt ja, wie ich bin, wenn ich friere. Jetzt sag schon, was los ist. Der Name des Waisenhauses, die Besonderen. Als ich den bei Hamid erwähnt habe, das ist der LKW-Fahrer, und ihn gefragt habe, ob er weiß, wo das sein könnte, hat er mich angegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Ich liebe es, wenn sie jemand so nennt, hat er gesagt. Sie sind wirklich besonders. Kennt er diese Leute etwa? Ja, er beliefert sie regelmäßig mit Essen. Hä? Ist das jetzt hier Lieferando-Fahrer in Syrien oder was? Und jetzt habe ich eine Antwort zur Auswahl, aber ich kann ja wieder interagieren mit dem Spiel. Ja, das ist ja so interaktiv. Ach Das nee, kann ich. aber warte, mein Fehler, Ach, ich du kann auch ein kannst. Smiley schicken. Oh, Ah, das schickt man den dann machen Smiley, wir ja. den, ja. Drö. Und den musst du jetzt irgendwie noch beschreiben. Spaß. Tschüss, von der Tüte. Es ist ganz in der Nähe und hier wären wir auch schon. Gott sei Dank, endlich seid ihr in Sicherheit. Da stand übrigens Allah. Oh Sage ich ja, doch. ich kann fühlen, wie mein Körper langsam wieder auftaut und dann ganz viele Smileys, die langsam lächelnd werden. Ich freue mich ja Was so für für ein dich. Geiler. Ich hatte mir schon angefangen, ernsthafte Sorgen zu machen. Obwohl ich nicht verstanden habe, wieso. Hä? Wo war denn nun dieses berüchtigte Waisenhaus? Ich dachte, die sind da noch gar nicht. Das ist es ja gerade. Ohne Hilfe hätten wir es nie und nimmer gefunden. Fragezeichen. Es ist unter der Erde. Ein Aha, ist Friedhof? das Massengrab oder was? Im zweiten Untergeschoss in einem Wohnkomplex. Ah, ich verstehe. Das ist so ein Underground-Club wahrscheinlich. Also Schutz vor den Bomben, ha? Genau. Wir wurden vom Direktor empfangen. Asmar heißt er. Innerhalb von einer Minute wird jetzt vom Direktor empfangen. Also es vergeht ja eine Minute in den Texten. Er hat uns erklärt, dass sie die Kinder wegen der häufigen Luftangriffe nur selten rauslassen. Aha. Ich meine, bei dem mit, das ist ja auch völlig wurscht wahrscheinlich. Ja, irgendein dummes Smiley schickst du. So, also gut, wir bringen jetzt Yara und die Kinder ins Bett und danach zeigt mir Asma sein Büro. Wie ich höre, hat er dort ein Sofa, welches ich für meinen Winterschlaf in Beschlag nehmen werde. Das hast du dir wirklich verdient, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie ereignisreich der erste Tag deiner Reise war. Schlaf dich schön aus, mein Eisbärchen. Boah. Rar, gute Nacht. Oh, das war erst der erste Tag. Gut. Ich fühle mich Ja, zerlaugt, jetzt. ausgelaugt. Wobei, 4. März hatten wir ja auch schon davor. Oh, jetzt kommt Musik wieder. Grrr, schreibt sie. Na, immer noch im Bärenkostüm, wie ich sehe. Grrr. Oh Gott. Alter, die macht mich fertig. Was hast du mit meiner Prinzessin gemacht, du wildes Biest? Wow, keine Ahnung, was du ihm da gerade erzählt hast, aber es hat funktioniert. Er hat sich eben nur aus dem Staub gemacht. Was soll ich sagen? Ich wurde geboren, um zu beeindrucken. Ich bin Player. Biester Ja, respektieren mich. der ist Player. Entweder das oder ich miefe. Ja. Dann irgendein Smiley, Grinsesmiley. Ich mach bloß Spaß. Nach einem langen Schönheitsschlaf habe ich geduscht und fühle mich jetzt wie neu geboren. Das freut mich. Wie ist das Waisenhaus, oder? Naja. Boah, das Spiel langweilt mich echt so hart. Wie ist es denn so in diesem geheimen Waisenhaus? Was geht da vor sich? Gar nicht übel. Eigentlich sogar wirklich nett. Ist es denn voll?
Mehr als 50 Kinder, würde ich sagen. Zwischen das beantwortet zwei und die Frage 40 Jahren. Gar nicht. Ah, okay, ja. Jetzt. Und es gibt noch jede Menge Platz, bestimmt noch für 100 mehr. Also gibt es auf jeden Fall Platz für Yara. Das ist schön zu hören. Das stimmt. Du machst so einen Freestyle. Wie ist denn der Standort? Naja, es liegt unter der Erde, deshalb gibt es nicht viel Tageslicht. Aber es ist sehr lebhaft eingerichtet. Kräftige Farben, bemalte Wände. Es gibt Spiele, Schaukeln, einen Computer, alles Mögliche. Und die Kinder werden von allen Seiten umsorgt. Es gibt ein paar Köche, zwei oder drei Wachleute, einige Betreuer. Und wirst dich sicher freuen, dass sie sogar den Koran studieren. Das ist gut, das ist sehr gut. Der Glaube hilft den Kindern bestimmt. Allah Akbar. Ich würde mich etwas mehr auf die Theateraufführung konzentrieren, die Berater organisieren. Aber naja, jedem das sein. Aha, also er ist auch traditioneller. Na gut, sicher, ich meine, sie trägt da auch keinen Kopf. Ja, aber das ist doch scheiße in seiner Welt, oder? Ja, sicher, aber ich meine, es ist ja seine Frau, es wird ihn jetzt nicht super stören. Das ist halt hier so ein modernes, westlich orientiertes Paar. So wird es uns zumindest verkauft. Naja, aber er ist ja so der Religionsfetischist, oder? Naja, eben nicht. Also wenn er so krass drauf wäre, dann hätte er die sicherlich nicht zur Frau genommen, weil die ja keinen Kopftuch sonst trägt. Ich denke, das ist halt hier... Ja, und soll das halt verkauft werden wie als so eine westlich orientierte Leute, weißt du, die vielleicht auch christlich sind? Aber da habe ich das, warte, ich muss mal kurz zurückscrollen, habe ich das gerade falsch verstanden mit hier? Der größte Stellenwert ist. Da stand doch hier, wo ist es jetzt hin? Du bist zu weit. Ja, da, weiter. Hier. Da. Aber das... Du wirst dich sicher freuen, dass sie sogar den Koran studieren. Ja, was verstehst du davon jetzt nicht? Ja, das klingt doch nach Tradition hoch 10, oder? Oder war das ironisch gemeint? Nee, er wird einfach ein bisschen religiöser sein als sie. Aber guck mal, so ganz ein krasser Islamist kann er doch gar nicht sein, sonst wäre er doch nicht mit der nur zusammen. Oder sonst würde er mehr zulassen, dass die allein irgendwo rumhampelt und dann noch ohne Kopftuch. Das ging ja voll gegen jedes islamische Verständnis. Ja. Okay, also er ist einfach... Ja. Ihm ist einfach nur der Glauben ein bisschen wichtiger als der nur hier. Die ist wahrscheinlich völlig atheistisch, keine Ahnung. Jedem das Seine, ne? Das ist wieder voll die Codes, ja. Ja. Was nehmen wir jetzt hier vor lauter Unglück? Ja, nehmen wir mal das Balka. Wie geht es Yara? Ja. Wenn das nur so einfach wäre. Ich bin seit heute Morgen nicht dazu gekommen, auch nur ein Wort mit ihr zu wechseln. Sie hat schon eine gleichaltrige Freundin gefunden. Jasmin heißt die Kleine. Sie sind unzertrennlich. Sie spielen, als wäre nichts passiert. Wirklich? Wie wir immer nur so einzelne Textschnipsel sagen und sie schreibt die Romane hier. Ich muss sie immer so viel lesen. Ich habe mich mit einer Betreuerin unterhalten und sie meinte, dass das eine ganz normale Reaktion ist, eine Art Verleugnung. Kann ich mir vorstellen, in so jungem Alter den Tod seiner Mutter zu verstehen? Ja, und du schreibst nicht mal ganz fest zurück, du schreibst dumme Smileys. Ja. Ich bleib hier voll im Charakter. Ja. Naja, heute Morgen hat sie mir einen großen Schmatzer auf die Wange gedrückt und mir ein Geschenk gegeben, weil ich sie hierher gebracht habe. Ah, oh, süß. Nicht wirklich. Look. Das Look haben sie wahrscheinlich nicht übersetzt oder sie ist ja so... So mega denglisch unterwegs. So. Ach, sie hat die Puppe hier gebastelt oder was? Ah, die schönen Botox-Lippen, sehr gut. Ja. Jetzt ist das unser neues Hintergrundbild. Yay. Wow. Ganz schön hässlich, oder? Aber hey, der Gedanke zählt. Ich muss hier auch noch mal kurz einhaken, ich weiß nicht. Also ich kenne mich jetzt nicht so super gut in der islamischen Gesellschaft aus, also vom Islam weiß ich ein bisschen was, aber wie es da in Realität aussieht, keine Ahnung. So, jedenfalls, dass die hier so eine Puppe jetzt hat zum Beispiel, die hier so, ja, so mega westlich rumrennt, ohne Kopftuch alles und mit kurzem Rock. Denkst du, das ist wirklich so, dass dort Kinder mit sowas spielen? Ich würde es irgendwie bezweifeln. Ich mir die traditionellen islamischen Familien hier in Deutschland ansehe. Also da geht das ja schon bei den Kindern los mit Kopftuch und allem. Und hier wird uns mal wieder als so ein westliches Bild verkauft. Ich denke, das ist eine hervorragende Frage für das Salafisten-Quiz eines gewissen Streamers. Ist es vom Irfan Peci? Ja, und vom Kaspar. Also die machen das zusammen. Ja. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ah ja, da könnte man die wirklich mal fragen. Ja, also
Ich wette, ja, das ist hier einfach so eine Projektion, weißt du? Also uns wird werden halt hier so, uns soll ja die Migration schmackhaft gemacht werden mit dem Spiel, weißt du? Und das soll hier natürlich nicht rausgestellt werden, dass die mega unterschiedlich von uns wären. Nee, das sind ganz normale Menschen, die rennen ohne Kopftuch rum, die spielen Aber mit das ganze Spiel ist westlichen doch Puppen. schon Uni-Islam. Ich meine, du hast hier Hintergrundmusik und Musik ist Ja, böse, ja? das ist eben, das ist halt alles diese Flüchtlingsromantik. Ich meine, dass man überhaupt bei Arte so ein Spiel machen lässt und das dann für 5 € verkauft, das ist schon Flüchtlingsromantik. Ja. Nachdem man 18,36 € abgestaubt hat, Ja, hat ich man nochmal verstehe es scharf wirklich nicht, warum nachgewaschen. das nicht gratis ist. Ich verstehe es nicht. Also, dass Leons Identität, das war wenigstens gratis und das war voll vertont. Ja, Und das war tatsächlich. in 3D. Also ich denke, die Puppe wird auch verboten sein. Eben Denke ich nämlich auch. weil sie halt unislamisch die Frau darstellt oder das Kind. Eben, Ja. mit dem kurzen Rock hier und den offenen Haaren, das kann ich mir Na, einfach warte, vorstellen. wobei, ich glaube, bei Kindern, die dürfen ja ohne Kopftuch rumrennen. Weißt du, erst wenn die so in diese Ja, aber. in das jugendliche Alter kommen, dann kippt das Ganze. Aber mit. An Puppen orientiert man sich ja eigentlich, sagt man, oder? Also, ich meine, junge Mädchen spielen ja zum Beispiel mit Barbies und Barbies ist nun mal eine annähernd erwachsene Frau. Weißt du? Ja, Also, aber würde ich jetzt Puppen hat es ja schon immer schätzen. gegeben, ne? Also, Ja, ist klar, aber ich würde jetzt schätzen, dass eine Puppe, mit der ein islamisches Mädchen spielt, muslimisch, das heißt, dass die halt aussieht wie eine normale, in Anführungszeichen, muslimische Frau. Also, die dort typischerweise rumrennt, damit man eben dem Kind so schon eine Vorbild vorlebt, sage ich mal, mit dem Spielzeug. Und ich kann mir beim besten Es Willen vorstellen, dass so eine typische Puppe aussieht. Vielleicht mache ich jetzt hier ein zu großes Fass auf, aber Ist, ja, glaube ich, wirklich eine hervorragende Frage. Also ich. mir stößt das sauer auf. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist Zufall. Ja, Ganz klar. Vielleicht diplomatisch. können uns die Zuschauer aufklären. Ja. Die Puppen sind vom Scheitern gesandt. Ja. Genau. Gut, wie machen wir jetzt hier weiter? Diese nicht zu aufgebracht. Ja, was wirst du als nächstes tun? Das Kind interessiert mich gar nicht. Option, die kam jetzt schon dreimal, also es ist Ja, erstaunlich. mach mal, was wirst Ja. du als nächstes tun? Bringen wir mal die Geschichte weiter. Ja, Okay, genau. jetzt wo die gestrige Mission erfolgreich beendet wurde, sollten wir uns wohl um die nächsten Schritte deiner Reise kümmern, nicht wahr? Tipper, tipper. Ja, Haben dieser Ort hat wir. mich wirklich aufgewundert. Ich musste gerade lachen, weil ich dachte, jetzt kommt ein übelster Text und dann kommt einfach Ja. nur, ja. Irgendwie haben wir jetzt gerade die Rollen getauscht. Dieser Ort hat mich wirklich aufgewundert. Die Kinder hier sehen so vergnügt aus. Ah, und diesmal habe ich wirklich nur den Smiley und sonst Ja, nichts. Geil. toll, du hast einen Smiley zu sagen. Hammer, Hammer. Man vergisst fast, dass sie alle ihre Eltern verloren haben. Und wieder kannst du nur einen Smiley schicken. Ey, ach, Das du triggert hast mich hier null hart. Interaktionsmöglichkeiten. Aber naja. Dank Asma habe ich einen Weg raus aus dieser Stadt. Er ist ein echt toller Kerl. Oh. Er und seine Frau haben das Waisenhaus gegründet, obwohl sie nicht mal eigene Kinder haben. Oh. Also ich hätte irgendwie die ganze Zeit jetzt erwartet, dass hier noch was Komisches passiert, weißt du, dass sich das gar nicht so als guter Ort rausstellt. Ja, nein, das ist ein guter Ort. Das ist ein richtig guter Ort. Ja. Okay, hast du einen Plan? Okay, das ist ja fantastisch, aber wie wird es mit deiner Reise weitergehen? Sag mal, Matscht. Punkt, Punkt, Punkt. So, könntest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dich mit mir an der Tatsache zu erfreuen, dass es noch etwas Gutes auf dieser Welt gibt? Ist sie jetzt schon wieder sauer oder was? Nein, Noah, das kann ich nicht. Nicht bevor du aus dieser verfluchten Stadt raus bist. Und dass ich ein paar wirklich erstklassige Menschen zurücklasse? Okay. Entschuldige wirklich. Den Anglizismus nochmal abgewendet hier. Ist schon okay. Du hast Glück, dass ich heute Nacht gut geschlafen habe. Dadurch verstehe ich auch, dass du mir nur deshalb gerade so auf den Keks gehst, weil du dir Sorgen um mich machst. Alter, warum ist die so pissig? Ich verstehe es Ja, nicht. die ist hart passiv-aggressiv, das ist Ja, unfassbar. also ich will die gar nicht haben. Also vor allem, bevor die dieses besondere Flüchtlingsheim oder Kinderheim gefunden hat, war die ja so richtig
wie soll ich sagen, pissig auf diese Stadt. Ja, also Ja, die alles hat die ist so Stadt gehasst eisig und ja. Und die ist jetzt immer nur ist am Ningeln. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich würde am liebsten hier Ja, bleiben. also die ist übelst bipolar, die Frau, ja. Mal Himmel hochjauchzend und dann Zu Tode betrübt, zu ja. Tode betrübt, genau. Besonders deshalb, weil ich mich auf eben diese guten Menschen verlasse, um in die Türkei zu kommen. Jep. Asma hat einen Onkel von einem der Jungs hier ausfindig gemacht, dank einer Facebook-Gruppe. Er ist in Nizip. Das klingt wie ein Feuerzeug. In einem Flüchtlingslager. Wo liegt denn das? Hinter der Grenze. Asma wird das Kind dorthin bringen. Und er hat mir angeboten, mich mitzunehmen. Er kennt alle Tricks, um die ISIS-Kontrollpunkte zu umgehen, was wirklich cool ist. Du meinst wohl, das ist phänomenal. Haha. Die Stadt könnte sich in einem Moment auf den anderen in ein totales Chaos verwandeln. Wow. Du weißt wirklich, wie du mich aufmunterst. Und mit einem Schlag hast du meine gute Laune ruiniert. Ah, jetzt kannst du ein Foto schicken, oder was? Weil du hast unten das Foto sowohl. Oh Gott, ja. Jetzt kurze Frage, ist es nicht besser, wenn ich das mit dem schlechten Fokus immer schicke? Ja, na klar. Ja, Oder? versuch's mal. Aber ich denke, das wird schon dann mit gutem Fokus sein. Mein, das Spiel ist ja nicht interaktiv. So viel haben wir schon festgestellt. Ja, die spielen hier ihren Stiefel durch. Keine Sorge, wir werden bald gehen. Wir sollten heute Nachmittag dort ankommen. Fantastisch. Also gut, ich muss los. Will den Leuten bis dahin noch etwas unter die Arme greifen. Du kannst dir ja nicht vorstellen, was für ein Saustall Kinder in so kurzer Zeit anrichten können. Bis bald, mein Schatz. Jetzt schickt sie ein Bild. Okay. Jetzt kommt wieder Musik. Was ist das jetzt? So ein Was ist Flüchtlingszeltlager das? Flüchtlingsheim, oder ja. sowas? Ach so, da. Nee. Doch, doch. Wow, wirklich beeindruckend. Hey, aber warte mal, wo die Kinder sind, ist doch unter der Erde. Ja, Das muss jetzt was es anderes sind doch sein. jetzt 6 Stunden vergangen. Ach so, oh, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Oh krass, okay. Ja, oder? Ich frage mich, wie viele Leute wohl hier reinpassen würden. Bestimmt mindestens 5000. Also das ist jetzt so ein Meinst du, das Flüchtlingsdorf kommt oder mir nicht so sowas. viel vor? Das ist es aber. Ja, na, ach so, Ja, natürlich ist es das. Aber wenn man bedenkt, dass es in der Türkei 3 Millionen Flüchtlinge gibt. als meine ich's wirklich? Ach, und in Europa sagen sie, dass wir dort einfallen. Ja. Ja, also zumindest, also ihr könnt ja gerne auch in die Türkei gehen, aber alles, was ihr danach macht, ist illegale Migration. Das wisst ihr hoffentlich. Wenigstens scheint sie hier gut aufgebaut zu ha sein. Was? Okay. Hey, ja, komisch. Verglichen mit anderen Flüchtlingslagern auf jeden Fall. Fast jeder hier hat ein Bett in einem Container. Ich habe die zwar noch nicht von innen gesehen, aber besser als ein Zelt ist das allemal. Und es gibt sogar eine kleine Dienstleistungsbranche. Asma hat mich. Ja, jetzt ist es weitergescrollt. Asma hat mich einem Typen vorgestellt, der meine syrischen Lira zu einer fantastischen Rate in Euro umgetauscht hat. Oh, siehst du, die bereitet sich schon vor auf die Überfahrt. Jetzt wird ich hier schon in Euro ausgetauscht. Und vor allem, Wie? wenn dort ein Bett ist in den Lagern. Ja. Warum bleibst du dann nicht dort? Ich verstehe es nicht. Such dir doch einen Job in der Türkei. Warum muss es Europa sein? Ja, klar, ist Na klar warum. gut. Weil dort der Rubel rollt. Der Mann wartet. Ja. Ah ja, gut, also ja, Wie viel hast du familiennachzügliches denn Spiel. bekommen? 2520 Euro. Wie schön, dass das schon mal erledigt wäre. Oh, die will wirklich nach Deutschland. Es ist eigentlich eine Frechheit. Also, okay, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster. Vielleicht hat der Typ in Europa gearbeitet vorher als Historiker. Naja, Aber er ist ja noch jetzt auch derzeit in Europa, so habe ich es verstanden. dass er sozusagen ohne die Frau losgezogen ist. Ne? Ja. Wie gesagt, wenn es wegen der Arbeit war, okay, also vor dem Krieg, so. Ja, Das ja. ist eine Möglichkeit, aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht der normale Werdegang. Der normale Werdegang ist, der Glücksritter zieht los und zieht dann seine Familie hinterher. Ja, Ja. eben. Klar. Ja, und genau, das Und ist das ist jetzt auch jetzt hier nämlich wieder hier. so ein positives Beispiel. Sie sind beide studiert. Wisst ihr, sie ist eine Journalistin, er ist Historiker. Also, Das ist halt, wie der Engländer sagt, so ein Corner Case. Das ist so ein Ausnahmefall, der ja, also. hier als Regelfall verkauft Genau, werden soll. genau.
Genau, also das ist jetzt hier so das Raketenwissenschaftler-Bild dann. Während, naja, während die Leute meistens selbst ja schon Probleme, also der Analphabetismus ist zum Beispiel relativ hoch unter den Flüchtlingen, so viel ich mitbekommen Ja, also habe. nicht nur relativ, der ist absolut auch verdammt hoch. Ja, und ich meine, es ist nicht so, als würden die ganzen syrischen Kinder jetzt hier auf einmal das Gymnasium besuchen. Ich meine, die sind wahrscheinlich mehrheitlich eher auf der Hauptschule anzufinden. Ja, da Also fangen eine wir gar nicht Bereicherung ist das alles nicht. von der Sprachbarriere brauchen gar nicht erst anfangen, ne? Ja. Und dass sie hier einfach so mal eben jetzt schon mit Euro anfängt und also das ist, finde ich, echt eine Frechheit. Also das ist, steht so gar nicht zur Debatte so, ja, soll ich jetzt hier bleiben oder nicht? Sondern jetzt wird hier schon Nägel mit Köpfen gemacht. Jetzt geht das hier los mit Euro und allem. Ja, das Ziel ist klar. Ja. Ja, das Apropos, Ziel warte ist mal, ich guck klar. mal, wie sieht's denn in der Karte aus? Aha. Was siehst du jetzt wirklich über die Grenze? Ja, eben, sie Okay. ist jetzt in der Türkei, dann kann sie jetzt auch dort bleiben. Sie kann ja gerne in einem anderen Ort in der Türkei, aber alles danach ist illegale Einwanderung. Das ist nicht vom Dublin-Abkommen gedeckt. Ja, komm, recht. Es geht doch hier um Menschen. Ja, klar. Ja. Okay, also ich mach mal hier Boah. weiter. Ist Asthma noch bei dir? Nein. Wir sind zusammen ins Lager gegangen, aber er ist sofort zur Verwaltung gegangen, um zu sehen, ob er die Familie von dem Kind finden kann. Sie scheinen sehr gut organisiert zu sein. Bestimmt finden sie die Familie. Gut, Gott sei Dank. Wir haben uns schon verabschiedet, weil er direkt danach zurück nach Aleppo geht. Und was ist mit dir? Pü, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. PTBS. Da steht wirklich PBWTH. So, also ich weiß, dass ich einen Bus zur nächsten Stadt nehmen muss. Gaziantep. Gesundheit. Genau. Und von dort aus kann ich den Flieger oder den Bus nehmen. Könntest du mal nachsehen, ob es dort etwas für mich gibt? Schon dabei? Und? Scheiße, da ist nichts. Das ging ja schnell. Warum googelt sie das nicht selbst? Es gibt zwei beliebte Optionen von Gaziantep nach Istanbul. Da ist ein Bus, der eine halbe Ewigkeit dauert und 50 Euro kostet. Und ein Flug, der eine Stunde dauert und 80 Euro kostet. What the Warte mal, fuck? in der Türkei bezahlen die mit Euro oder was? Habe Tja, ich was verpasst? das sind türkische Euro. Also dann wohl besser der Flieger? Oh, meine Lady lässt es sich gut gehen. Das könnte man so sagen. Hehehe. Ich mach doch nur Spaß. Die 30 Euro mehr kannst du dir auf jeden Fall leisten. Was, Habibti? Wahrscheinlich Habibi soll das sein. Oder vielleicht ist das irgendeine weibliche Form von Habibi. Ich weiß nicht. So, vielen Dank, mein Prinz, schreibt sie. Okay, dann machen wir das Pimp-Emoji. Ja, genau, wir sind eine coole Pimp. Fuck life, so. Lalalala. Abgesehen davon bin ich diejenige, die die Kohle einstecken hat. Also habe ich sowieso das letzte Wort. Ich lese Mensch, gleich das war ja weiter. sogar lustig, tatsächlich, ja. Fandest du? Ja. Also gut, dann finde ich besser gleich raus, wie ich von dort nach Gaziantep komme. Und weg bin ich. Heul, 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 Smiley. Probleme? Jein. Die gute Nachricht, ich weiß, wie ich nach Gaziantep komme. Angeblich gibt es an den Lagertoren ein paar Türken, die Leute in die Stadt fahren. Das ist anscheinend nur ein paar Schritte von dort entfernt, wo ich vorhin das Foto geschossen habe. Das Foto, was überhaupt nichts aussagt. Ja, großartig. Ja. Ja, nur leider weiß ich das nur, weil ich die Leute im Lager gefragt habe. Ja und? Jetzt hat es geschlossen. Hä? Wie sich herausstellt, hat das Lager Öffnungszeiten. Man kommt nur zwischen 5 und 15 Uhr raus. Und rein kommt man nur von 18 bis 22 Uhr. Hm, sie hat wohl kein Streichholz dabei, hm? Mir fällt da ein, was du machen könntest, wenn du unzufrieden bist mit den Bedingungen im Lager. Gibt es dort Pudding? Und was passiert, wenn man nicht das Zeit, wenn man das Zeitfenster verpasst? Es gibt nichts, was ich tun könnte. Oh nein, ich muss bis morgen früh im Lager bleiben. Das glaube ich jetzt nicht. Kannst du ihnen das nicht erklären, dass du noch draußen musst? Das habe ich schon versucht. Aber ich kann kein Türkisch.
Der Typ tut so, als ob er kein Englisch spricht. Und er ist dreimal so groß wie ich, also habe ich keine große Hoffnung, dass ich an ihm vorbeirennen könnte. Kannst du jetzt wieder irgendeine dumme Smiley schicken? Ja. Wie bescheuert. Um so ein Flüchtlingslager zu führen, braucht man bestimmt alle möglichen Regeln. Aber für mich ist das eine riesige Zeitverschwendung. Denn Und ich ich weiß, bin. ja, Denn und ich weiß noch nicht mal, wo ich heute schlafe. So, das war's, ja. ich bin was Besonderes, ja. Ja, genau. Ja, die Regeln werden schon irgendwo einen Sinn haben. Also muss er halt am nächsten Tag losziehen. Vielleicht findest du ja jemanden, der dich für eine Nacht aufnehmen würde. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist ja nicht so, als ob ich einen anderen Plan hätte. Also versuche ich es einfach mal. So, die Zeit vergeht. Es ist 16:23 Uhr. Sie schreibt. Ach, sie schickt uns ein Bild. Jetzt wird aber. Aha. Oh, Bilder von Kindern. die Tränendrüse ist hier Ja, ist erfolgreich klar. angesteuert worden. Ja, es werden hier immer schön Bilder, Kinderbilder gezeigt und noch alles so arm. Ja, und immer nur Kinder und Frauen, ne? Also Männer haben wir jetzt gar nicht so viel in der Geschichte gesehen. Ach so, sorry. Diese Kinder sind verrückt, also auf dem Bild. Sie haben ihr Zuhause und ihre zerstörte Heimat verlassen. Sie sind hierher gekommen, um in Metallkisten zu leben. Sicher sind die meisten ihrer Verwandten schon tot. Und jetzt rennen sie Leuten hinterher, um ihnen Blumensträuße in die Hand zu drücken. Oh, sind das gute Menschen. Oh, mir geht das Herz auf wirklich. Oh, bitte tu sie alle herholen. Oh, das ist ja Wahnsinn. Wie Ja, toll die sind. hol Und die die finden Kinder bestimmt auch immer her, Geld auf der Straße. ja. Und Die geben es Kinder. den Besitzern zurück, Ja, genau. Also, das sind so richtige Trüffelschweine. Die finden alles. okay. Deinem Charme entkommt man eben nicht. Hahaha. Smiley. Hast du denn etwas gefunden, das irgendwie nützlich sein könnte? Hast du jemanden gefunden, der dich heute Nacht aufnehmen kann? Jetzt hör doch mal auf, um die wichtigen Sachen dich zu kümmern. Nein, was für ein Reinfall. Je später es wird, desto weniger Hoffnung habe ich. Es ist noch 13 Uhr dort, möchte ich nochmal betonen werden. Gib nicht auf, du solltest weitersuchen. Warte mal, stopp. Man darf doch das Lager von 5 bis 15 Uhr verlassen, war mir nicht so? Nicht zu viel Sinn, so. Ja, und als sie uns das nämlich vor uns geschrieben hat, da war es, glaube ich, noch 15 Uhr bei uns in England. Und dann müsste es ja bei der 13, 12 Uhr oder so gewesen sein. Also hätte es noch rausgehen. Ach, es ist wirklich dumm. Na gut, Arte, bei 5 Euro kann man da nicht viel erwarten. Na gut, ich mache das. Ich hoffe nur, dass ich mich heute Nacht nicht zwischen zwei Container kuscheln muss. Arti? Oh, trauriger Smiley. Auf eine zufällige Bekanntschaft kannst du nicht wetten. Also ich kann mir nur zwei Arten von Menschen vorstellen, die dir helfen könnten. Lagerverwaltung oder einer der tollen NGOs vor Ort. Yay! Yay. Gibt es vor Ort irgendwelche NGOs? Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Gehofft hatte ich es, aber wenn das einer weiß, dann du. Gesehen habe ich noch keine, aber ich kann mal nachsehen. Denn irgendwie habe ich wirklich keine Lust, die Lagerleute zu sehen. Ich dürfte ja eigentlich gar nicht hier sein. Warum dürfte sie nicht hier sein? Na, das könnte die Lösung sein. Sie könnten dich rausschmeißen und genau das wollen wir ja. Ja, ich meine, ich will nur irgendwie nach draußen. Wenn ich irgendwie darum herumkommen würde, in einem türkischen Gefängnis zu landen, wäre das ganz super. Sie kann doch einfach einen Tag warten. Ich raff die Eile nicht. Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die NGO, hä? Wir Ja, nehmen was ist hier es denn? Mission Lifeline oder so. Die Open Society Foundation von George Soros oder Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Menschen ohne freiwillige Helfer überhaupt hier wären. Vielleicht hast du recht. Aber ich weiß wirklich nicht, wie sie mir überhaupt helfen können. Es ist ihre Aufgabe zu helfen. Auf vielerlei Art und Weise, da bin ich mir sicher.
Aber soweit ich weiß, gibt es keine Hotelzimmer für alle NGO. Wow, lustig. Hahaha. Also gut, ich versuche es einfach und dann sehen wir weiter. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, wie viel Zeit vergeht? Eine Dreiviertelstunde. Und dann texten sie uns wieder zu. Die schwallt echt den ganzen Tag rum. Ha! Hast du sie gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier stehen Leute Schlange. Oh, da gibt's Bananen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich Oder gehe mal Fliesen. ganz nach vorne. Was fließen, ne? Ha! Und, hast du sie gefunden? Das weiß ich immer noch nicht. Alter! Oh, aber ich höre Leute schreien. Was für eine Art von Schrei. Ja. Oh, das schreibt sie echt so Romane hier. Also ein fröhliches Geschrei ist es nicht. Und je näher ich komme, desto lauter wird es. No, no Ha, shit, also Sherlock. im Gehen schreibt die hier diese ganze Scheiße, oder? Das ist ein Container mit dem UNICEF-Logo. Das erklärt dann wohl die Schreie. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, der Typ, den du spielst, offensichtlich auch. Denn wir können antworten, wieso denn das? Oder sollten sie den Kindern nicht eher helfen? Wieso denn das? Ich wette mit dir, dass sie die Kinder impfen. Warte mal. Wusste ich es doch. Von wann ist das Jetzt geht's zu Spiel? Bratwurst. Auf einem großen Schild steht gemeinsam gegen Polio. Das ist doch gut. Oh ja. Obwohl hier nur einer die Impfungen gibt. Und so lang wie die Schlange ist, wird der Ärmste die ganze Nacht hier verbringen. Wie komisch. Ich dachte, UNICEF benutzt Schluckimpfungen gegen Polio. Bestimmt herrscht gerade ein Mangel. Was ist das für ein Dialog? Das Ja, es ist einfach ah. merkwürdig. Ach Gott. So, Also, was? Also sie kann komm. jetzt dem Arzt helfen oder sein Bett nehmen? Ja, Ach komm. so, weil der ja die ganze Nacht wach ist. Ja. Stimmt. Aber die soll helfen, die soll arbeiten. Ja, genau. Vielleicht könntest du ihm ja zur Hand gehen. Mach dich mal nützlich. Im Ernst? Ich soll arbeiten, was? Naja. Warum denn nicht? In Deutschland gibt es so Arbeitslosengeld. Ich weiß nicht. Ich hatte auch schon daran gedacht. Aber ich dachte, du würdest dann sowas sagen wie: Nein, nur, du hast hier nichts zu suchen, bla bla. Yeah. Und ganz Unrecht hättest du damit nicht. Aber du solltest dich nicht vor guten Taten scheuen. Gott sieht alles. Es steht wieder Allah daneben, es tut auch weh. Allah. Und wer weiß, vielleicht könnte er, also der Arzt, nicht Allah, für dich sorgen. Nee, es geht schon um den Arzt, um Allah, deswegen, oder? Deswegen hat das so groß geschrieben. Nee, der Arzt, glaube ich. Ach so, aber dann würde man eher kleiner schreiben. Ach gut, der kann einfach kein Deutsch. So, Matscht, ich bin zwar nicht gläubig, aber trotzdem weiß ich genug von dem Religionskram, um zu wissen, dass es so nicht läuft. Ja, es geht doch um Allah. Aber der Typ hat Okay. echt viel zu tun, also werde ich ihm helfen. BB. Bye Du bist halt bye. wie weit weg, oder? Ach so, bye bye. Ah, die einfachen Freuden, die wir als Ärzte genießen. Natürlich bringen wir die Kinder zum Weinen, aber als Dankeschön bekommen wir die coolsten Spitznamen. Zum Beispiel die klebrige Frau, die Hexe. Wa, Verbrennt sie. wa, wa, wa. Ah Gott, ja, es ist ja wirklich eine so tolle Frau, dass die hier sogar beim Impfen hilft. Die ist ganz wertvoll für unser Land. Die muss hierher. Arte, ihr habt recht, ihr habt recht. Bringt nur hierher. Eins muss man ihnen lassen, sie geben sich wirklich Mühe damit. Auf jeden Fall. Ich bin es wohl nicht so sehr gewohnt wie Utku. Utku ist ein Türke, der für MSF arbeitet, aber gerade hier aushilft. Es kann übrigens sein, dass ich dank ihm von hier wegkomme, dazu später mehr. Natürlich hat er einen Vorteil. Sein Arabisch ist miserabel. Er hat einen furchtbaren Akzent. Sobald er nur den Mund aufmacht, rollen die Kinder schon lachend auf dem Boden herum. Und dann piekst er sie, wenn sie gerade nicht hingucken. Hoffel. Wow. Was für ein geiler Typ. Wollen wir Die jetzt die Witze hören? Nein. Nein, ja. Die Geschichte geht ja überhaupt nicht weiter. Ja, irgendwie ist es ziemlich. Seid ihr denn für heute fertig? Ich glaube schon. Jeder hier unter 13 Jahren ist geimpft worden. Also, es hat alles ein Ja. Geschmäckle. Gute Arbeit. Diese kleinen Monster sollten dir verdammt dankbar sein.
Naja. Und Nü. Wir gehen jetzt erstmal etwas nebenan essen. Und danach werden wir wohl ein Nickerchen machen. Ich zumindest. wo schläfst du denn? Sorry. In einem der UNESCO-Gebäude. Dort gibt es kleine Schlafräume für jeweils 4 Personen. Und aus irgendeinem Grund kommen mir diese Pritschen gerade extrem gemütlich vor. Na, dann schlaf gut. Du hast es dir wirklich verdient. Bis morgen. Kuss-Smiley. Gute Boah. Nacht, meine klebrige Hexe. Boah, hier wird gesilzt. Du Arsch! Ja. Das letzte war ja ganz okay. So, 7. März, Tag 4 und immer noch in Deutschland. Wie kann das denn sein? Was ist da passiert? Ja. Hallo Matsch, ich bin wieder da. Sie ist wieder da. Ausgeruht, aufgeladen, auf dem Weg. Also ich habe gute Neuigkeiten. Utku, der MSF-Typ von gestern, er hat mir gerade eben angeboten, heute den ganzen Tag mit ihm zu arbeiten, weil er heute Nacht zurück nach Gaziantep geht. Und heute Morgen geht er in einen MSF-Flieger nach Istanbul. Wow. Nicht schlecht, oder? Es ist alles, was du dazu zu sagen hast. Überhaupt nicht. Das ist ja ein richtiger Glücksfall. Ja, Smiley. Aber bis dahin muss ich erstmal zurück an die Arbeit. Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Heute Kleiner kommt in die Insider. Gemüsepfanne, ja. Ja, ich denke das mal. Ich bin mir nicht sicher, was heute auf dem Speiseplan steht. Hast du denn nichts zu tun? Ganz im Gegenteil. Wir haben die meiste Arbeit schon mit der Impfkampagne erledigt. Aber in so einem großen Flüchtlingslager gibt es immer was zu tun. Ja, da mach dich doch dort nützlich. Und da der neue UNESCO-Arzt erst später ankommt, freuen sie sich über jede Hilfe bei den Patientenvisiten. Ansonsten wäre da noch die Patrouille. Patrouille? Seid ihr jetzt im Sicherheitsgewerk tätig? Hahaha. Nein, aber Utku nennt das so. Weißt du, in jedem Lager sind die Menschen immer sehr scheu. Sie wissen ja auch nicht wirklich, was sie erwartet. Und da es so anstrengend war, hierher zu kommen, vertrauen sie anderen Menschen nicht so leicht. Unter anderem, wenn es darum geht, ihre körperlichen Beschwerden mitzuteilen. Ja, ist, sag mal, ist die nur jetzt eigentlich Ärztin oder was? Weil die dann auch mit dem Impfen so klein mitmachen darf und. Weiß ich auch nicht. Also, Also, das wenn wäre der sogar noch Prof. mal krasser. Als positives Beispiel hier. Ja. Also, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, geht der Berg eben zum Propheten, oder? Oh, voll islamisch wieder. Genau, Utku hat gesagt, dass ich mir aussuchen kann, wie ich helfen möchte. Jetzt versuche ich mich zu entscheiden. Ist das so ein Bibelspruch eigentlich, ne? Mit dem. Nee, das hat meines Wissens mit dem Islam zu tun, weil der Mohammed ist da auf den Berg gegangen und hat dort in der Höhle die Offenbarung gehabt. Also da wurde ihm erzählt von Allah und all dem schönen Okay, ich Kram. dachte, dieses. Na, Gleichnis ist es ja nicht. Dieses Sprichwort ist irgendwo mal in der Bibel gefallen, aber es Oh. ist ja auch wurscht. Oh, das wäre jetzt interessant. Ich habe es immer mit Islam in Verbindung gebracht. Ja, ich sag mal, der Islam hat ja auch viel kopiert von den anderen Ja, das heiligen Büchern, stimmt. ne? Ja, das stimmt. Entschuldigung, nicht kopiert, er ist ja die legitime Fortführung. Genau, das. Da ist Da das dann wieder erfahren wir erlaubt. was. Ja, da Genau, kommt. da wird zum Beispiel die Jesus-Geschichte einfach mal geretconnt, wie man heute sagen würde. So. Ja, da war irgend so ein Typ, den haben sie gekreuzigt, das stimmt schon, der hieß auch Jesus, aber der war nicht göttlich. Er ist nicht der Sohn von Gott. Er war ein Prophet, aber nicht der Letzte. Ne? Genau, der Ja. letzte ist ja der Mohammed. Ja. So, was nehmen wir jetzt? Ich würde sagen, Naja. die bleibt mal dort, oder? Ja, die soll bleiben, wo sie ist. Nur ganz kurz, was sagt denn der Timer, oder? Wir sind doch jetzt schon. Ach so, kurz vor einer Stunde, also 54 Minuten bis Ja, jetzt. machen wir noch ein bisschen, ja. Ja, genau. Okay, also sie soll in der Arzneimittelausgabe bleiben. Denn dort Ja. ist es sicherer. Und sie schreibt, weißt du was? Ich fühle mich überhaupt nicht gefährdet hier. Yes! Das. Ja, dann bleib doch dort, bitte. Das ist ein echt komisches Gefühl. Wie meinst du das? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist irgendwie viel von nichts. Ja, es fühlt sich so an, als ob nichts passieren wird. Nichts Schlechtes.
Aber auch nichts besonders Gutes. Als ob die Menschen dazu verdammt wären, bis an ihr Lebensende hier festzusitzen. Ah, das ist ja ganz mies. Wir versuchen hier irgendwie so einen Grund zu finden, dass es doch nach Europa gehen soll. Na gut, der Grund ist ja klar, die willst du dem Mann. Okay. Bei der ist, die hat ja diesen Sonderstatus hier mit dem Familiennachzug. Dass der Naja. Mann schon lange vor dem Krieg da ist. Aber ich meine, die wollen uns natürlich hier immer auch so ein Bild über die normalen Flüchtlinge vermitteln. Ja, die armen Menschen, die hängen so in der Luft. Genau, Weder Fisch noch genau. Fleisch, Und die haben dort ja. nichts zu tun in der Türkei, da gibt es keine Jobs und die müssen so lange ausharren, bis der Krieg vorbei ist. Dann lass sie doch nach Deutschland kommen, da können sie doch Da hier irgendwo gibt's auch ausharren. keine Jobs, aber hey, Ja, genau. es gibt Dann gibt es auch Geld. keine Wohnungen, aber ja, da kriegen sie alles gratis. Ja. Ich mach mal hier den Smiley. Ja. Wie in den Anhöhen? Die Golanhöhen oder was? Welche Anhöhen, fragt sie. Oh, das steht doch im Koran, Al-Araf. Das ist der Ort, an dem die Menschen, die weder wirklich rechtschaffend noch wirklich bösartig waren, bis zum Tag des jüngsten Gerichts verweilen. Also das Fegefeuer letzten Endes. Ja, wahrscheinlich so eine Art Vorhölle, ja. Ah. Doch schließlich erhört Gott ihre Gebete und öffnet die Tore ins Paradies. Naja, hier sind eine Menge Kinder. Ich bezweifle, dass sie viel Zeit hatten, um etwas richtig Bösartiges zu tun. Allah ist wohl etwas kurzsichtig. Ja, schreib's doch sie. Ja, tu dir halt ein Sie bisschen haben immerhin vor. dich. Ja, genau. Tu dir ein bisschen voll nölen. Ich bezweifle, dass ich so stark bin wie Allah. Aber mich können sie wenigstens sehen. Genau. Also Ala. gut, ich muss weg. Visibility Ja, vor spreaden. der Arzneiausgabe steht schon eine Schlange. Die Arbeit ruft. Die muss echt Ärztin oder sowas sein. Also, das ist ja wirklich die absolute Traumperson für unser Land. Puh, schreibt sie. 6 Stunden später. So hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Ah ja, ist am nächsten Tag. Vor allem 14 Uhr schon wieder. Schläft die immer so Die lang? Arzneimittel aus. Nee, es sind 6 Stunden vergangen. Ach so, stimmt. Sorry, mein Fehler. Nein, ich bin gerade unterwegs. Meine Erwartungen, atemberaubende Landschaften, Kreuzfahrtschiffe, Sonnenuntergänge über dem Mittelmeer, eine entspannende Zeit. Die Realität, noch nie im Leben habe ich so viel geschuftet. Also ja, 6 Stunden gearbeitet und das. Ja, genau. Ja, das ist das Geilste. Sie hat 6 Stunden gearbeitet und sagt, sie hat noch nie im Leben so viel geschuftet. Geil. Absolut Ich geil. habe jetzt schlechte Nachrichten, bitte. Hier werden meistens 8 Stunden gearbeitet. Ja, genau. Also, naja, wie gesagt, die arbeitet ja hier nicht, wenn sie ankommt. Ich nehme mal den todespritzenden Smiley. Ja. Ja. Da wird hier schön reingeboostert. Was geht denn ab? Jo, jo, jo. Alles in allem gut. Aber trotzdem. Ab und zu gibt es schon ein paar unangenehme Momente. Unangenehme Momente. Wie soll ich das nur erklären? Zum Beispiel hatte ich bis jetzt nur Frauen und Kinder. Viele Ja, sind aus natürlich. ja, viele sind aus Aleppo und vom Land. Und die Männer? Sind schon vor Jahren weggegangen. Ach, die sind Aha. schon in Europa, okay. Aber durch den anhaltenden Krieg können die Frauen nicht mehr alleine leben. Also lassen sie alles stehen und liegen und versuchen ihr Glück alleine. Ja, ich dachte, das sind Warte mal, starke, jetzt. unabhängige Frauen. Ich bin verwirrt. Ja. Also. Hä? Die Männer sind schon vor Jahren abgehauen. Aha. Also die Männer, die sind schon ganz woanders, die können gar nicht Ja, nach Europa kommen. nee, Das ko die sind schon in Europa. Ja, aber. Und genießen die Nee, Zeit ohne ihren Ehetrachen. Also es ist. Ah! das ist ganz, ganz merkwürdig, was hier abgeht. Ach. Ja, wollen wir Du jetzt bist hier doch auch antworten? eine Frau. Was? Ja, du bist auch eine Frau, können wir eh schreiben. Was ist eine Ja, Frau? genau. Oh je, okay. Du bist doch auch eine Frau, die allein unterwegs ist. Ach, Wirklich? ach, ich bin in einer ganz anderen Situation. Erstens habe ich kein Kind, zweitens habe ich etwas Geld und dann habe ich noch dich. Oh. Oh. Aber sie. Sie sehen so verzweifelt aus. Huch. Sie versuchen alles, um irgendwie durchzukommen.
Aber wenn eine Frau bei mir vorbeikommt, weil sie Schmerzen hat und sich ständig übergibt und sie dir erzählt, dass sie seit 3 Jahren nichts von ihrem Mann gehört hat, dass sie aber sicher ist, dass Allah sie wieder zusammenführt, also da ist es nicht gerade einfach, ihr mitzuteilen, dass sie schwanger ist, weil man, sie hat seit 3 Jahren den Mann nicht gesehen und ist schwanger. Also das, ich weiß ja nicht, wie lange die Schwangerschaften in den Süden dauern, aber da ist irgendwas komisch in dem Zeitfenster. Gott ist groß, ne? Ja, ja. Warte, ich stelle mich dumm, oder? Wie kann das denn sein? Wir sind übrigens jetzt bei exakt einer Stunde. Ja, ich würde sagen, wir gehen bis zur nächsten Außermöglichkeit, auch wenn das eine Viertelstunde sich ziehen kann. Ja. Okay, wie kann sie denn schwanger sein? Matsch. Hallo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann nicht der Vater ist. Hat sie ihn etwa betrogen? Steinigt sie. sie macht ein verlegenes Smiley. Wie dumm bist du eigentlich? Ich bin mir ganz sicher, dass sie keine Wahl hatte. Ach so, von wegen, die wäre prostituiert oder was? Scheiße. Genau. Gab es denn viele solcher Fälle? Ein paar. Ach, die Armen. Hier im Lager ist es für sie ziemlich sicher. Aber bevor sie hier angekommen sind, ging es ihnen nicht so gut. Von den Kindern ganz zu schweigen. Hm? Willst du damit etwa sagen, dass... Warte mal, jetzt antwortet sie nicht mehr, oder was? Achso, eine Minute vergeht. Es kommt ja eine Überblendung, weil eine Minute vergeht. Ich bin völlig verwirrt gerade. Zumindest hört man das im Lager. Angeblich gibt es einen Prostitutionsring, der von ein paar Türken geführt wird, laut den Daten von UNICEF. Ja, und soll das hier natürlich auch plasmatisch gemacht werden, dieses Lager. Weißt du, so, ja, geht da weg, da passieren schlimme Dinge. In den deutschen Flüchtlingslagern ist es bestimmt viel besser. Wollen wir es jetzt beenden? Wir haben ja schließlich 3 Smileys zur Auswahl. Ja, wir beenden es jetzt ja einfach. Oh, die Folge hat mich heute so angemadet. Es ist halt langweilig, dieses Spiel. Ja. Ich will auch nicht diese Dialoge 1:1 nachäffen, tatsächlich. Es nervt mich so, wie es geschrieben ist. Echt? Deswegen machst du immer so ein bisschen Freestyle, aber... Aber gut, du machst es ohne spannender oder besser, also... Was? Ja. Was? Bei Allah? Die 5 Euro lohnt sich jetzt. Denk dran, wir können das nicht mehr zurückgeben, das Spiel. Wir müssen jetzt das Beste rausholen. Wir sind jetzt über die 2 Stunden. Oh Gott, jetzt müssen wir es echt durchspielen. Dabei wollten wir hier einen Speedrun machen. Wir sind ja nicht vorangekommen. Ja, also, na gut, sie ist jetzt immerhin von Aleppo, da waren wir am Anfang, ist sie jetzt in die Türkei. Und ja. Da kommen wir bestimmt nächstes Mal dann irgendwie so nach Griechenland oder sowas oder Mazedonien und dann vielleicht in der 4. Folge nach Deutschland. Da gibt's noch das Balkanrouten-Kapitel, gibt's noch, pass auf. Ja, genau. Wo wir am Zaun zurückgeworfen werden, ich sag's dir. Ja, vielleicht gibt's noch eine Rumänien-DLC oder sowas. Ach nee, also... Das Spiel ist schon ein heftiger Knirsch. Ja, es ist schon übelster Käse. Und vor allem wirklich diese harte Flüchtlingsromantik und diese Klischee-Kinder mit den großen Augen. Und ja. Denk doch mal einer an die Kinder. Ja, und die super gut ausgebildete Frau, die hier eine halbe Ärztin ist und da mitimpft und so modern und aufgeklärt ist. Ja, das passt alles hinten und vorne mit der Wirklichkeit zusammen. Das ist eine reine romantische Vorstellung. Ja, also das ist wirklich... Also ich kann es nicht anders sagen, es ist harte Propaganda. Es widerspricht allen Realitäten. Ja, es ist Propaganda für Massenzuwanderung, für einen großen Austausch, ja. Kleiner Spoiler, die findet gerade wieder extrem statt. Und es ist nicht diese Ärztin, die hier beworben wird, die gerade ankommt. Nee, eben. Da. Also ja, nicht mal Frauen, die groß ankommen. Sind wieder Glücksritter aus aller Welt. Gut, und halt die Ukrainerin, also die haben ja vielleicht noch einen Grund. Ja, die erkennt man am Auto, ja. Immer okay, das vertiefen wir jetzt hier nicht. Ja. Ja, also gut, Tom, normalerweise sag ich schon, es hat mir viel Spaß gemacht, aber also das ist jetzt wirklich, da bin ich am Limit. Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Wir hatten ja schon seit der letzten Folge erstmal Pause gemacht. Wir haben ja erstmal noch eine Nacht drüber geschlafen. Ja. Aber so richtig besser hast du es nicht gemacht. Ich bin jetzt wieder völlig fertig. Ja. Also ich hab wirklich Bock auf die 5000. Transenwerbung mittlerweile.
Statt Ja, diesen Scheiß zu zocken. vielleicht schiebt man nächstes Mal nochmal ein Werbesegment ein. Ja. Und vor allem, du hattest ja erzählt, dass das überwiegend positiv bewertet worden ist. Ja, genau. Ach so, das kann ich nochmal sagen. Das ist auf Steam größtenteils positiv und zwar von 70% aller Usern als positiv eingestuft, mit Daumen nach oben. Aber natürlich aus den bekannten Gründen. Also wenn man jetzt die Meinung dort liest, ja, das ist so wichtig, dass hier auch mal von der Lebensrealität der Flüchtlinge so ein Videospiel gemacht wird und so halt so diese Gutmenschen-Kommentare, weißt du? Die paar Okay. negativen Kommentare, die bemängeln nun mal das, was wir zum Beispiel auch bemängeln, dass das Spiel einfach, naja, handwerklich schlecht gemacht ist. Also die Dialoge sind nicht sonderlich gut geschrieben, also es ist überhaupt völlig unauthentisch. Du kannst überhaupt nicht interagieren, es läuft alles so vor sich hin, es gibt keine Musik. Ja, es ist Ja doch, es alles gibt doch ziemlich immer schau. dieses eine Riff da auf der Akustikgitarre, also das Ja, wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Ja. stimmt. Ja, am besten wir laden uns gleich den Soundtrack runter, der ist richtig geil. Das wird unser Intro, pass auf. Ja, oh Gott. Ja. Nee, also mit dem Spiel kann ich schon sagen, Allah ist nicht glücklich. Ja, das ist nicht glücklich. Oh Gott. Ja gut, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage, das Spiel nimmt jetzt richtig an Fahrt auf im nächsten, hoffentlich letzten Drittel. Ja, hoffentlich nimmt es dann noch einen Fahrt auf. Ja. Ja. Gut, Gut, hey. dann sprechen wir das YouTube-Gebet auf islamische Weise. Das heißt heute mit Amin. Amin, genau. Nicht Armin, sondern Amin, genau. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, an den Knöpfchen irgendwas betätigen. Und falls es euch, ihr verdammten Sadisten, gefallen hat, euch uns leiden zu sehen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, sehr gerne. In dem Sinne, bis dahin. Tschüss.